Mein Tel Aviv. Vielfältig, bunt, liberal, innovativ. ORF-Korrespondent Ben Segenreich präsentiert Israels boomende Küstenmetropole. Herzlich willkommen beim Weltjournal. Wenn wir über Israel berichten, dann ist das Thema zumeist eines: Gewalt. Zwischen Raketenangriffen, Gaza-Offensiven und Unruhen auf dem Tempelberg in Jerusalem erst in der vergangenen Woche. Und immer wieder ist man versucht, sich zu fragen, wie lebt man eigentlich in so einem Land? Erstaunlich unbeeindruckt, wie Sie gleich sehen werden. In unserer Serie an Stadtporträts präsentiert Ben Segenreich jetzt gleich nämlich nicht eine Stadt, die in ständiger Angst lebt, sondern eine der lebenslustigsten, vielfältigsten und buntesten Städte des Mittelmeerraums, Tel Aviv. Jerusalem mag die von nicht allen anerkannte Hauptstadt Israels sein und Zentrum für gleich mehr als eine Religion, aber seine Metropole ist Tel Aviv. Die Stadt am Strand ist Partymeile, Innovationszentrum und moderner Puls des Landes. Und eine Stadt, in der unser Korrespondent Ben Segenreich seit mehr als 30 Jahren lebt. Er zeigt uns heute sein Tel Aviv. Bevor wir loslegen, aber noch ein Hinweis. Unsere Stadtporträts können Sie nicht nur sehen, sondern auch nachlesen. In diesem jüngst erschienenen Buch. Ganz persönlich von unseren Korrespondenten, die, wie Ben Segenreich, ihre Stadt porträtiert haben. Der hebräische Willkommensgruß heißt Bruchim Habaim, wörtlich übersetzt, gesegnet seien die Ankömmlinge. Also Bruchim Habaim in einer Großstadt, die erst vor kurzer Zeit ganz klein angefangen hat, die zugleich westlich und orientalisch ist, die niemals Pause macht und zugleich immer irgendwie die Füße im Meer baumeln lässt. Das Wasser ist gut 9 Monate im Jahr warm genug, um darin zu baden. Die Sonne scheint fast täglich. Da muss man ja auch im Alltag immer ein bisschen Ferien- und Feierstimmung spüren. Sie hören jetzt das Geräusch, das für Tel Aviv typisch ist. Es kommt von den Matkot, so heißen die Schläger, mit denen man in der prallen Sonne endlos einen kleinen Hartgummiball hin und her drischt. An das Klipp-Klapp muss man sich halt gewöhnen und man muss auch aufpassen, dass man nicht einen Ball oder Schläger aufs Auge bekommt. Als die zwei besten Spieler in diesem Revier gelten Shalom und Shlomo. Da gibt's ja keinen Sieger, also worum geht's da eigentlich? Das ist das ganze Vergnügen, dass es keinen Sieger gibt. Du machst alles, damit dein Partner bequemer angreifen oder damit der Verteidiger bequemer zurückschlagen kann. Wenn du dem Angreifer bequeme Bälle servierst, dann ist das der größte Spaß für ihn. Man spielt nicht gegeneinander, man spielt miteinander, füreinander und das ist der ganze Spaß. Über den Matkot-Spielern in der Strandhierarchie rangiert nur noch der Matzil. Das ist der Lebensretter mit Diktatorallüren, der von seinem Hochstand per Lautsprecher die Badenden beschwört oder herumkommandiert, weil sie in einem mit Fähnchen und Stricken abgesteckten Bereich bleiben sollen. Und er hat ja auch ganz recht damit, denn sogar im seichten Wasser können die Strömungen an manchen Tagen gefährlich sein. Wir hätten gern mit ihm gesprochen, aber er ist im Stress. Heute sind viele Leute im Wasser und es ist sehr windig. Ganz entspannt sind hingegen diese Herrschaften. Jeden Samstag kommen sie zum Volkstanzen an den Gordonstrand. Bei jedem Lied wissen alle immer gleich, wie man sich zu bewegen hat, obwohl die Schrittfolgen gar nicht einfach sind. Was man anhat, ist nicht so wichtig. Aber bei allen Tänzern spürt man eine gewisse Besessenheit und vielleicht etwas Sehnsucht nach mehr oder weniger guten alten Zeiten. Ich
Ich habe ja den Vorzug, für jene Stadt zuständig zu sein, die zugleich die älteste und die jüngste Stadt in unserer Weltjournal-Städte-Serie ist. Jaffo, wo wir uns gerade befinden, ist ja ein Teil der Stadt, auch vom Namen her. Sie heißt offiziell Tel Aviv Jaffo und Jaffo reicht weit in biblische Zeiten zurück. Und daran erinnert dieser Walfisch hier, denn der Prophet Jonas ist ja von hier, von Jaffo aus in See gestochen, um sich dann vom berühmten Walfisch schlucken zu lassen. Aber das eigentliche Tel Aviv, wie wir es heute kennen, ist erst vor relativ kurzer Zeit, erst vor 100 Jahren auf den Dünen nördlich von Jaffo gegründet worden. Mit den Anfängen und der Geschichte der Stadt hat das bunte Bauhaus-Center in der Diesengoffstraße zu tun. Gegründet hat es vor rund 15 Jahren der gebürtige Schweizer Michael Gross mit seiner Frau und einem Freund. Tel Aviv hat nämlich den weltweit größten Bestand an Gebäuden im mitteleuropäischen Bauhaus-Stil, ausgerechnet hier im Orient. Jüdische Architekten aus Deutschland und Österreich, die vor den Nazis flohen, fanden in der ersten modernen jüdischen Metropole ein ideales Betätigungsfeld vor und durften hier ganze Straßenzüge hinstellen. Mit den einfachen Würfeln, Rechtecken, Bändern und Wellen, dem glatten weißen Verputz und den billigen Materialien entsprach der Stil genau dem Zeitgeist, dem warmen Klima und dem notwendigen Bautempo. Stimmt das, dass also dieser Bauhausbestand in Tel Aviv so etwas ganz Besonderes ist? Ja, das ist unser großer Stolz. Also wir haben in Tel Aviv etwa 4000 Gebäude aus der Bauhauszeit. Und von diesen 4000 sind rund 2000 unter Denkmalschutz. Und vor ein bisschen mehr als 10 Jahren wurde Tel Aviv deshalb zum Weltkulturerbe ernannt. Es ist eine der wenigen modernen Städte, welche von der UNESCO eben diese Auszeichnung bekommen haben. Tel Aviv, Tel Aviv, Tel Aviv. Bei Micha findet man Postkarten und Poster, Modelle von Bauhausgebäuden und jede Menge Bücher über Tel Aviv in vielen Sprachen. Im oberen Stock zeigt die Gegenüberstellung von alten und neuen Fotos, wie sich die Stadt entwickelt hat. Prominent vertreten ist natürlich der legendäre Schnappschuss, der gewissermaßen die Sekunde der Geburt Tel Avivs im April 1909 festhält. Die biederen Gründerväter hatten sich auf den Dünen nördlich von Jaffo versammelt, um die Parzellen zu verlosen. Und das ist daraus geworden. Das Bauhaus-Center ist auch Ausgangspunkt für geführte Touren, bei denen Hintergrundwissen über die Häuser, die Architekten und die Bauherren vermittelt wird. Es kommen Nachbarn, die hier in der Gegend wohnen, die plötzlich merken, ich wohne ja in einem Bauhausgebäude, das scheint etwas Spezielles zu sein. Die ganze Zeit kommen Gruppen und schauen mein Gebäude an. Vielleicht gehe ich auch mal auf eine Tour und höre mir an, was ich da, wo ich denn wohne. Da kommen natürlich auch viele Touristen aus dem Ausland, die sich für Architektur interessieren oder auch Leute, die einfach zum Baden nach Tel Aviv gekommen sind und ein Kulturprogramm suchen. Und deshalb sind diese Führungen eigentlich sehr dankbar, weil die Leute meistens nachher sagen, wir haben so viel gelernt und wir schauen diese Häuser schon so lange an, aber wir wussten das alles nicht. Zufällig ist heute gerade eine Gruppe von Besuchern aus Österreich hier. Wir sind gerade eineinhalb Stunden so durch das Bauhausgebiet gegangen und haben eine interessante Einführung über Tel Aviv gekriegt. Ja. Es ist spannend, weil wir waren vorher in Jerusalem und es war ein echter Kulturschock, wenn man aus dem sozusagen tobenden Orient auf einmal in die westliche Stadt Tel Aviv kommt. Das war für mich sehr eindrucksvoll und ich fühle mich eigentlich fast wie zu Hause da. Also es ist so ähnlich wie Wien, habe ich irgendwie das Gefühl. Ja. Wenn wir schon beim Bauhaus-Center sind, gleich daneben gibt es noch etwas, was typisch für Tel Aviv ist, eine der unzähligen Saftbars. Der Barman heißt Ziv. Und ich möchte einfach bloß einen Orangensaft. Und was kann man noch bei dir bestellen? Die Auswahl ist groß. Wir sind spezialisiert auf gesunde Säfte ohne Zucker, zum Unterschied von anderen Plätzen. Und speziell grüne Shakes. Was ist das? Grundsätzlich alles, was grün ist. Avocado, Gurke, Sellerie. Wirklich Gurkensaft? Auch. Der grüne Shake ist eine Mischung.
Da sind viele Sachen drin. Das schmeckt besser, als es sich anhört. Petersilienstiel. Ja, unter anderem. Petersilie passt gut zum Mango zum Beispiel. Na, dann schauen wir, wie es schmeckt. Bitte sehr, zum Wohl. Gleich nebenan liegt der berühmte kreisrunde Diesengoffplatz. Vor vielen Jahren war er schön, jetzt ist die Bauhausarchitektur durch eine seltsame Verkehrslösung verschandelt. Obendrauf sitzt ein Wahrzeichen von Tel Aviv, der umstrittene Feuer- und Wasserbrunnen des Kinetikkünstlers Yaakov Agam. Das Ding sollte sich drehen, Musik spielen und dabei nicht nur Wasser, sondern auch Feuer speien. Aber man kann nicht alles haben. Lustig kann es ja trotzdem sein. Ein paar Schritte weiter stoßen wir wieder auf Tel Aviver Dynamik, aber in einem gesetzteren Rhythmus. In einem Kellerlokal haben die ehemaligen Österreicher ihren Club. Man trifft einander regelmäßig, etwa zum Seniorenturnen samt Kaffeekränzchen. Zeitzeugen der frühen Jahre Israels nach einer österreichischen Kindheit, die durch die Nazis beendet wurde. Tel Aviv ist meine Stadt. Warum? Warum? Weil ich von Kindheit auf hier bin. Ja. Ich kann Ihnen das nicht erklären. Das ist das Gefühl. Ich gehöre hierher ganz einfach. An Wien habe ich schon ganz vergessen. Jeder hat Tel Aviv gern, weil es ist eine lebendige Stadt. Ja. Man kann immer auf der Straße spazieren gehen. Es ist nicht gefährlich, hier spazieren zu gehen. Ne? Ja. Wir gehen bis in die Nacht hinein, können wir herumgehen. Ja. Und das gibt es nicht in jeder Stadt heutzutage. Wer ist Kinder gespielt? Ich verstehe, dass du gerne junge Männer hast, aber ja, wir turnen. Ja, anfangen zu turnen. Ja, die müssen anfangen zu turnen. Ja. Dann gehen sie los. Mir gefällt Tel Aviv sehr gut, aus dem einzigen und besten Grund, dass ich nicht woanders lebe. Und wo ich lebe, dort ist es gut. Der erste Vorteil ist in Tel Aviv, ist das Klima gegenüber Europa. Ein sehr angenehmes Klima, wenn nicht so eine Dürre ist dieses Jahr. Und im Sommer, na gut, hat man Erdkühlschnitt, ist nicht so gefährlich. Im Autobus, zu Hause, im Auto, man hat Erdkühlschnitt, das ist kein Problem, die Hitze. Für mich jedenfalls nicht. Und außerdem hat es schöne Parkanlagen, man kann spazieren gehen. Und außerdem, der größte Vorteil ist, dass Tel Aviv ist zentral im Land gelegen. Ich kann von überall sehr leicht zukommen. Zum Beispiel erst gestern war ich bei einem Ausflug am Toten Meer. Das heißt, man kommt sehr schnell von einem Platz zum anderen. Diese Generation von Tel Avivern hat hart mitgearbeitet am Aufbau des Landes. Dabei gibt es einen spöttischen Spruch über Israels drei größte Städte. Haifa arbeitet, Jerusalem betet, Tel Aviv feiert. Aber das ist ein bisschen eine Verleumdung. Tel Aviv ist nicht nur vergnügungssüchtig, es ist auch Israels Wirtschaftswasserkopf mit den besten Jobs und insbesondere ist es ein Hightech-Zentrum von Weltruf. Einer internationalen Studie zufolge ist der Raum Tel Aviv hinter Silicon Valley in den USA weltweit die zweitbeste Zone für die Gründung einer Start-up-Firma. So ist es kein Zufall, dass gerade Tel Aviv nach London die einzige Stadt mit einem Google-Campus ist. Er erstreckt sich über den ganzen 26. Stock des Elektra Tower, eine Brutstätte, wo der unkonventionelle Technologiegigant Google kreative Unternehmertalente fördert. Die Startup-Gemeinde kann hier gratis alle Einrichtungen benutzen, man tauscht Erfahrungen aus, regelmäßig gibt es Vorträge, Workshops, Trainingslager. Roi Geva Glasberg ist der Leiter des Google Campus Tel Aviv. Stimmt es, dass Tel Aviv in den Ranglisten der Startups ganz vorne liegt? Was ist da wirklich die Bedeutung von Tel Aviv? Ich habe Reihungen nicht so gern. Ich denke, Tel Aviv hat sich zu Recht einen eigenen Platz erobert. Wenn wir auf die sehr kurze Geschichte dieses Staates schauen,
und die Notwendigkeit, Industrien, insbesondere Militärindustrien, aufzubauen, dann ist Tel Aviv und allgemein Israel in kurzer Zeit zu etwas geworden, das die Welt nicht ignorieren kann, wenn von Technologie die Rede ist. Wenn wir nur die letzten 2 Jahre betrachten, Firmen wie Waze oder Wix, die aus kleinen Start-ups mit ein paar Leuten in einem Zimmer zu Unternehmen geworden sind, die die ganze Welt kennt und deren Technologien man in der ganzen Welt verwendet, dann ist das genau das Beispiel, das erklärt, warum Tel Aviv im Technologiebereich so ein interessantes und innovatives Zentrum geworden ist. Hat dieser Einfallsreichtum mit Israels geostrategischer Lage zu tun? Keine Ressourcen, keine Handelsbeziehungen mit den Nachbarn, viele Gefahren, kein Erdöl, kein Wasser? Die Geschichte Israels war schon immer do more with less. Wir waren immer begrenzt in unseren Ressourcen, in der Unterstützung, begrenzt in unseren Beziehungen mit den Nachbarn, mit der Welt. Der israelische oder der jüdische Kopf hat sich bewiesen, indem wir uns immer wieder neu erfinden mussten, trotz der Herausforderungen. Trotz der Schwierigkeiten werden wir es besser machen. Das charakterisiert die ganze Geschichte Israels schon vor der Staatsgründung. Nicht nur bei den Hightech-Firmen hat Tel Aviv eine internationale Top-Position, auch bei den Gays. Es steht regelmäßig auf den Listen der attraktivsten Reiseziele für Schwule und Lesben, was einer liberalen Grundeinstellung zu verdanken ist, die so gar nicht in den konservativen Nahen Osten passt. Man macht natürlich bei der globalen Gay-Pride-Kultur mit ihren manchmal grellen Auswüchsen mit, stellt sich aber zunehmend auch den praktischen Lebensproblemen der Schwulengemeinde, etwa bei der Gay Expo, einer Messe für Produkte und Dienstleistungen. Hier können Gays speziell für sie entworfene Designermode finden. Oder man kann sich über die rechtlichen und medizinischen Fragen beraten lassen, vor denen ein gleichgeschlechtliches Paar steht, das Kinder will. Im Meir-Park hat die Stadt ein sozusagen amtliches Gay-Center eingerichtet. Gil Naveh ist bei den letzten Vorbereitungen für eine Aufführung. Er und seine Kollegen werden gleich auf der Bühne stehen als Divas. Gil ist eine der führenden Drag Queens in Tel Aviv, Künstlername Galina Pordobra. Er oder sie unterrichtet auch den Nachwuchs. Heute stehen nicht die großen Songs auf dem Programm, sondern ein Klamaukstück um ein missratenes Retortenbaby, eine Anspielung auf die Sorgen der Gays mit der Familiengründung. Ist Tel Aviv wirklich eine Art Paradies für die Gays? Tel Aviv ist keine Art Paradies, sondern die Asylstadt für die Homo-Gemeinde in Israel, eindeutig. Für mich als ehemaligen Jerusalemer ist Tel Aviv die Stadt, wo ich ganz frei sein kann, ohne kämpfen zu müssen. Ich muss keine einzelnen Asylpunkte finden in der Stadt, wie zum Beispiel in Jerusalem. Ja, ich fühle mich hier erwünscht. Ich fühle, dass die Stadtverwaltung irgendwie für mich arbeitet. Ich fühle keine Gefahr für mein Leben. Das hast du an den meisten Orten im Land nicht. Das Gefühl der Freiheit, Hand in Hand mit dem Partner zu gehen. Das gibt es nur in Tel Aviv. Ein Gefühl einer anderen Freiheit hat man auf dem legendären Karmelmarkt. Es ist die Freiheit von den hohen Preisen, über die man sich in Tel Aviv oft ärgern muss. Burika!
Überall ist es teuer, bei euch ist es billig. Wieso? Weil wir miteinander konkurrieren und das ist das Gute am Kamelmarkt und auf allen Märkten im Land. Der Markt, das ist Konkurrenz. Und wer davon profitiert, das ist der Kunde. Bei den Supermärkten gibt es keine Konkurrenz, das ist alles Schwindel. Schau, das Bündel verkaufe ich für 1,5 Schekel und verdiene dabei nur 20 Agorot. Und wenn ich nur 100, 200 Schekel am Tag verdiene, bin ich auch zufrieden und gehe nach Hause. Eines der teuren Pflaster ist der Rothschild Boulevard. Wobei man sagen muss, auf dem breiten Mittelstreifen Schäschbäsch spielen, den Hund ausführen oder joggen ist natürlich ein kostenloses Freizeitvergnügen mitten zwischen den Autos. Teuer ist das Wohnen in der Gegend. Genau hier standen im Sommer 2011 die unzähligen kleinen Zelte, das Sinnbild der zornigen Sozialproteste gegen die Lebenshaltungskosten und die Preistreiberei. Die Wohnungsnot ist jetzt jedenfalls in Israel ein dominanteres Thema als die Nahostpolitik. Am nördlichen Ende des Rothschild Boulevards beginnt die Hochkulturmeile. Hier steht Israels Nationaltheater Habima, daneben der Kulturpalast, wo das Philharmonische Orchester zu Hause ist, und die Oper ist auch nicht weit. Zum Konzertbesuch gehört unbedingt dazu, dass man nachher ein Begele isst. Begele, schnein besser, Begele. 2 um 10 ruft der Verkäufer, also 2 Stück um 10 Shekel. Ein preiswertes Abendessen, vielleicht zum Ausgleich für die teuren Karten. Während Besucher in die Vorstellung eilen, hat sich an der Ecke beim Theater eine kleine Protestversammlung gebildet. Er singt ein bitteres Lied von den leeren Kühlschränken der Armen und von den Reichen, die auf Urlaub ins Ausland fliegen. Als streng religiöser Jude passt Yaakov Taranto hier in Tel Aviv nicht so richtig ins Bild. Mit dem ganzen Gerede von Religiösen und Nichtreligiösen hier im Land will man nur etwas verdecken: die Grausamkeit und Gleichgültigkeit gegenüber der Armut. Die Armut gehört nicht nur den Religiösen und nicht nur den Arabern und nicht nur den nichtreligiösen Juden, die Armut gehört uns allen. Heute ist Tel Aviv eine Stadt für die Erfolgreichen, eine Stadt für die Reichen, auch für die Reichen aus dem Ausland. Früher gab es hier nicht alle diese Wolkenkratzer. Man konnte eine Wohnung in Tel Aviv zu einem normalen Preis mieten. Wir hatten keine Angst, in der Nacht herumzugehen. Die Vergnügungsorte waren ruhiger, weniger aggressiv. Heute ist diese Stadt wie jede andere in der Welt, wie New York, wie die anderen Städte. Sozialer Kanonendonner, aber am anderen Ende des Platzes im großen Konzertsaal schweigen die Musen natürlich nicht. Eine Probe für La Traviata. Und am Dirigentenpult sitzt eine Symbolfigur Tel Avivs. Zubin Mehta ist kein Israeli, sondern Inder, aber er ist seit Jahrzehnten und auf Lebenszeit Generalmusikdirektor des israelischen Philharmonischen Orchesters. Sie sind jetzt 2-3 Tage vor der Premiere, nicht? Die Premiere ist am Samstag. Samstag. Ja. Heute ist Donnerstag, ja? Ja. Heute ist die erste Generalprobe, morgen früh ist die zweite Generalprobe. Und? Alles fertig? Ja, alles ist fertig. Außer diese eine Stelle, das wir jetzt probieren. Israel hat so viele Schichten und Spaltungen und es gibt links und rechts. Es gibt religiös, nicht religiös, weiß und schwarz. Aber so ein Orchester? Aber die europäische Teil von Israel ist sehr musikliebend, also westlich musikliebend. Und die können ohne ihre Musik nicht leben. Desto ist das ganz genau wie Europa hier. Und der Maestro enthüllt uns ein Geheimnis, das die Tel Aviver enttäuschen wird. Er fährt hier immer nur zwischen Flughafen, Hotel und Konzertsaal hin und her.
Also die Israelis und die Tel Aviver sehen in Subin Mehta die Symbolfigur, aber die Symbolfigur kennt Tel Aviv und Israel nicht fast so gut. Fast nicht. Ich war noch nie auf Dizengoff-Straße spazieren. Noch nie. Und das letzte Mal, dass ich auf dem Strand war, war vielleicht 20 Jahre. Meine Berichte aus dieser hitzigen Region transportieren ja leider meistens nicht so viel Schönheit und Harmonie. Die größte Herausforderung für den Korrespondenten ist hier natürlich der ewige ungelöste Konflikt, klar. Aber unter uns eine große Herausforderung bei der Fernseharbeit ist auch einfach das Klima. Die unbarmherzige Sonne, das grelle Licht, da braucht man oft viel kostbare Zeit, um einfach nur ein Plätzchen zu finden, wo man in die Kamera sprechen kann, ohne über- oder unterbelichtet zu sein. Im Tel Aviver Alltag spielt die Nahostpolitik fast keine Rolle, nur in manchen Winkeln von Jaffo weht ein Hauch des israelisch-palästinensischen Konflikts. Jaffo ist vieles zugleich, man denkt dabei zunächst an die schön bis kitschig hergerichtete Altstadt mit ihren Touristensteigen und den Geschäften und Galerien. Und es gibt da den ein bisschen schmuddeligen alten Hafen, wo Hochzeitspaare gerne die Fotos machen lassen, weil es ja so romantisch ist. Jaffo ist aber auch einfach eine Wohn- und Arbeitsgegend, wo zwei Drittel der Einwohner jüdisch sind und ein Drittel arabisch. Und für mich ist Rifat Turk der Mr. Jaffo. Rifat ist eine Legende, er war ein Spitzenfußballer, der erste Araber in der israelischen Nationalmannschaft. Und dann engagierte er sich in der Gemeindepolitik und wurde sogar Vizebürgermeister von Tel Aviv. Seine Klage, die Stadtverwaltung hat die Zonen, wo vorwiegend ärmere Araber wohnen, vernachlässigt. Juden und Araber hier können miteinander auskommen. Die kleinen Leute, ich und Moshe und Jehoshua, wir kommen sehr gut miteinander aus. Nur schade, dass die Behörden, die Stadtverwaltung, die wollen irgendwie nicht, dass man zu sehr zusammen ist. Da wohnen ja Leute. Warum gibt es hier keinen Gehsteig? Warum? Im Winter, weißt du, wie es da ausschaut? Der ganze Dreck auf der Straße. Die Kinder wollen spielen, sie haben keinen Spielplatz. Aber dort, wo reiche Zuzügler teure Häuser bauen, strengt die Stadt sich an, sagt Rifat. Alle, die hier wohnen, sind die ursprünglichen arabischen Bewohner von Jaffo. Alles, was neu aussieht, das sind Leute, die von draußen gekommen sind und gebaut haben. Setz dich mit mir her. Du spürst die Nähe zum Meer. Siehst du, wie schön? Sie haben dir sogar ein Sonnendach hergemacht, damit du nicht in der Sonne bist. Und du hast einen Hund und Kinder, nicht wahr? Also haben sie dir hier Rasenflächen gemacht. Spiele für die Kinder, eine Sonnenplane, damit die Kinder, Gott behüte, keinen Sonnenbrand bekommen. All das hier haben sie für die hier gemacht und nicht für die dort drüben. Dieser Hügel, der sich sanft zum Meer hinunterschwingt, war früher ein großer Müllabladeplatz. Jetzt gibt es hier einen herrlichen grünen Park samt neuer Strandpromenade und zumindest davon haben alle etwas. Wie auch immer, wenn es Nacht wird in Tel Aviv, dann will niemand über den Ernst des nahöstlichen Lebens nachdenken. Auch und gerade in der Dunkelheit bleibt Tel Aviv die Stadt ohne Pause. Die vielen jungen Bewohner drängt es in die Pubs, Clubs und Diskotheken. Also ich glaube, das wirklich Besondere an Tel Aviv ist, dass es eigentlich fast keinen Unterschied gibt zwischen Wochenende und unter der Woche. Es ist einfach jeden Abend was los. Daniel Javor ist vor 9 Jahren aus Wien eingewandert. Am Tag ist er ein Experte für Internet-Marketing-Strategien. Aber weil er in der Nacht viel ausgeht, ist Daniel mein Experte für die komplizierte Wissenschaft vom lockeren Nachtleben. Da gibt es irgendein System. Also wer kommt da rein oder wer nicht? Oder wie kommt man da rein? Wie funktioniert das da? Also ein bisschen problematisch, vor allem in solchen Clubs wie hier, wo einfach viele Leute rein wollen, die auch recht populär sind. Das Ganze funktioniert so, dass jeder Club, also je nach Größe, hat zwischen 2 bis 15 Promoter. Und die Promoter sind eigentlich dafür zuständig, einfach Leute reinzubringen. Und du kommst nur rein, wenn du zumindest einen Promoter oder über eine Ecke diesen Promoter kennst. Das Ganze funktioniert so, dass jeder Promoter mit dem Selektor beim Eingang, das haben wir eh vorhin gesehen, in Kontakt steht
Und wenn jemand rein möchte, dann schreibt dem Promoter ein SMS und der Promoter schreibt dem Selektor ein SMS. Und dann ruft der Selektor den Namen von dir auf, mit wie vielen Leuten du auch bist, und so kommst du rein. Also der Abend ist eigentlich, würde ich sagen, in drei Teile aufgebaut. Der Anfang des Abends, ich schätze mal, das beginnt um 10 bis ca. 12, 1. Das ist eher, da geht man in Bars und unterhält sich. Also das sind meistens, jede Straße in Tel Aviv hat zumindest eine Neighborhood-Bar. Normalerweise weiter in die Clubs. Zum Beispiel wie hier, das ist ein klarer, das ist jetzt ein Mainstream-Club. Die gehen, würde ich sagen, bis 5, 6 in der Früh. Und danach um 6 in der Früh, für die Hartnäckigen, gibt es sogar nochmal eine Runde, das sind die After-Hours. Die, würde ich sagen, gehen von 6 in der Früh bis 9, 10 in der Früh. Und das wäre dann ja wieder genau die richtige Zeit, um zum Meer zu gehen. Ein segenreiches Tel Aviv war das. Eine Stadt, in der man unter anderem deshalb so entspannt lebt, weil Israel eines der ausgeklügelsten Raketenabwehrsysteme der Welt besitzt. Iron Dome heißt die eigene Erfindung, die die Mehrzahl der Raketen, die aus dem Gazastreifen auch bis nach Tel Aviv fliegen sollen, abzufangen imstande ist. Und wie Sie jetzt gleich im Weltjournal Plus sehen können, nicht die einzige militärische Innovation. Tatsächlich ist Israel einer der größten Rüstungsexporteure der Welt. Der israelische Filmemacher Jotam Feldmann hat für die jetzt folgende Dokumentation Israels Geschäft mit Krieg eingefangen und wurde dafür bei einem internationalen Filmfestival im eigenen Land ausgezeichnet. Bleiben Sie dran.